Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde 7 Days to Die mit Voucher und mit unserem Nameless. Schön, dass ihr reinschaut. Jo, warum stehe ich hier? Ich war jetzt eine Stunde unterwegs auf der Map, für uns eine Fünfer-Mission zu suchen. Das Ziel war eigentlich, dass wir heute gemeinsam im Schnee eine Fünfer-Mission einsteigen. Ich bin also tatsächlich erstmal in der Folge heimgefahren. Ich erzähle es euch nur ganz kurz. Habe ausgeräumt, uns vorbereitet und bin dann hier hochgefahren zu unserem Schneerekt. Hier. Und habe Fünfer-Missionen annehmen wollen und alle Fünfer-Missionen hier oben mit mehrfachem Ein- und Ausloggen, da wechseln die ja manchmal durch, die sind alle hier drüben. Da ist nicht eine Fünfer-Mission, die der mir gegeben hätte, die woanders liegt oder im unbekannten Gebiet wenigstens. Das war das eine. Warte mal, ich muss kurz hier ein bisschen parallel, dass wir auch was machen, was Vernünftiges. Jo, und dann dachte ich mir, vielleicht ist ein Zeichen vom Spiel und es möchte, dass wir eine Fünfer machen in den Wastelands. Ich bin tatsächlich todesmutig in die Wastelands gefahren. Zum Rekt in den Wastelands, Fünfer-Missionen annehmen, alle Fünfer-Missionen im grünen Gebiet. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt. Ich glaube, wir haben keine Fünfer-Missionen außerhalb. Das heißt, die nächste Fünfer-Mission machen wir tatsächlich hier bei uns zu Hause. Und jetzt hole ich hier ein bisschen Sprit, dann fahren wir heim, richten uns und dann machen wir sie halt hier. Wir müssen halt eine suchen, die wir noch nicht gemacht haben. Ich habe jetzt nur gerade keinen Bock mehr gehabt, von oben wieder runterzufahren, weil ich wirklich eine Stunde unterwegs war, bis ich oben war, bis ich wieder zurückfahren bin, bis ich da geguckt habe. Und ja, jetzt hatte ich einfach keinen Bock, nochmal hier wieder runterzufahren und habe gedacht, ich spiele das Backup ein, es ist eh nichts passiert, was sich gelohnt hätte. Und dann fangen wir von hier gemeinsam an. Was der eigentliche Grund ist, warum ich gesagt habe, ich muss ein bisschen mehr erzählen. Ein paar von euch werden es schon gemerkt haben in den letzten Folgen. Mir ist es in der letzten Aufnahme wieder klar geworden. Ich laufe auf eine Pause zu tatsächlich. Ist aber hauptsächlich auch dessen bedingt. Ihr wisst ja, dass ich mir selber auf die Fahne schreibe, euch jeden Tag pünktlich eine Folge hochzuladen. Und bei einer Staffel, die über 110 Folgen geht, bist du halt quasi fast 4 Monate am Stück ständig am Spiel. So. Ich produziere ein bisschen vor, erzähle ich oft, dass ich nicht jeden Spoiler direkt abbekomme. Aber ich produziere auch nur so weit vor, dass ich noch nah genug an euch dran bin. Das war auch mal so eine Kiosk-Aktion, weißt du? Wir machen den Kiosk doch noch klar mit euren Ideen, mit meinen, dass das halt noch möglich ist. Und da ist halt bedingt, du kannst das Spiel nicht 2 Wochen einfach weglegen, wenn du das so machst. Und irgendwann kommt die Phase einfach. Braucht da auch nicht viel erzählen, ihr kennt das ja von eurem Spiel. Und dann kommt die Phase, wo du sagst, so, und jetzt brauche ich eine Pause. Und ich merke, dass sich das bei mir ankündigt. Ich wollte das jetzt heute schon mal dazu sagen. Wir hören jetzt nicht heute auf nach der Folge. Wollte es aber einfach schon mal mit euch teilen, das Gefühl, damit ihr nachher nicht überrascht seid. Ich würde nämlich sagen, wir machen jetzt ganz gemütlich. Ja, ich time das jetzt auch nicht so. Normal gucke ich immer, dass die Fünfergebäude dann auf 2 Folgen gleichmäßig verteilt sind. Da habe ich immer das Problem, in der zweiten Folge schaust du dann ständig auf die Uhr, in der ersten muss ich noch länger und so. Wir machen es jetzt, wie es kommt. Wir gehen heim, räumen aus, suchen uns eine Mission beim Rekt, richten uns, dann fahren wir gemütlich rüber und dann fangen wir an. Und so wie es ausläuft, läuft es aus. Und nach dieser Mission, damit ihr wisst, was ich noch an Content jetzt geplant habe, gehen wir zur Falle zurück. Wir haben ja einiges vorbereitet, was wir anbringen möchten dort. Und dann machen wir die Fallenverknüpfung. Und dann machen wir nochmal eine Hordenacht. Und nach der Hordenacht, im Anschluss an der Folge, habe ich geplant, also innerhalb der Folge, noch ein kleines Event mit reinzupacken. Da überlege ich schon die ganze Zeit drüber, ob ich das mache. Und dann würde ich einfach ein kleines Päusle machen, dass ihr Bescheid wisst. Ist momentan auch teilweise bedingt, dass ich sehr viele Termine habe. Ich muss zum Beispiel gestern spontan weg. Hab ja, ich weiß nicht, ob ihr es jetzt mitbekommen habt, ich suche ja gerade Räumlichkeiten für mich. Ich bin ja seit meiner Scheidung hier auf 15 Quadratmeter, also einige Jahre jetzt schon, in einer vorübergehenden Wohnung und ich komme mir vor wie in einer Müllpresse, weißt du? Es ist alles so eng, ich brauche einfach jetzt mal Luft und da habe ich jetzt Gott sei Dank vor ein paar Wochen so den Startschuss mir selber verpasst und habe angefangen zu suchen und jetzt überschlagen sich natürlich die Ereignisse. Jetzt habe ich dann auch noch eine Umorganisation im Büro und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Da tut sich was, da werden wir auch im Stream weiter schwallern. Ich habe ja gesagt, dann nehme ich euch ein Stück mit auf die Reise. Und ja, eine Pause tut mir jetzt ganz gut. Dann habe ich da auch ein bisschen Zeit, mich wieder zu konzentrieren. Dann gucken wir mal, kleines Spielchen, wo uns ein bisschen ablenkt noch zusätzlich. Und dann bin ich wieder hergestellt. Was aber auf jeden Fall passiert, wie ich es versprochen habe, die Streams mit der Twitch-Integration aus dem Spielstand, die machen wir, Leute. Da habt ihr eine riesen Bandbreite an Zombies bei der Game Stage. Das wird auf jeden Fall Action. Da freue ich mich drauf. Jetzt habe ich so viel geschwallert, dass ich hier noch nicht mal einen Schnitt gemacht habe, aber das meinte ich gerade durch die Umorganisation, durch Termine und Besichtigungstermine und Steuerberater.
habe ich fast keine Minute Offscreen-Zeit gerade. Sonst würde ich die Fahrwege ja weiter und so, kennst du ja. Und ich muss sagen, dass es auch thematisch momentan so viel ist, dass ich nicht grundsätzlich immer abschalten kann, habe ich gemerkt. Es hängt einfach im Hinterkopf. Weil es auch super wichtig ist. Ich freue mich auch drauf. Ne? So, jetzt holen wir uns hier eine Fünfer. Schauen wir mal, was er uns hat, der Gute. Hey, Jackass, can I lighten that backpack up for you? Habe ich bei dir noch was angenommen, Digga? Was habe ich denn von dir? Eine Vierer, die kannst du behalten, die wollen wir nicht mehr. Wir sind auf Fünfer jetzt gepolt, Digga. Ich würde sagen, die ist am weitesten raus. Lass mal ganz kurz gucken. Factory 3. Das passt mir. Wollte ich sowieso machen. Ich weiß jetzt nicht, ob es die welche Factories ist. Das werden wir dann jetzt heute gemeinsam rausfinden. Jetzt gehen wir heim, holen uns einen Schlafsack. Beziehungsweise ich muss den Gebietsschutzblock noch setzen. Ausräumen. Munition müssen wir mitnehmen. Machen wir jetzt gemütlich zusammen heute. Wie gesagt, ich kann jetzt bis zum Ende der Staffel nicht mehr viel schneiden. Den Graben nehme ich noch mit rein, das habe ich mir noch auf die Fahne geschrieben, dass wir den fertig haben, auch wenn er keinen Sinn macht, aber einfach aus stylischen Gründen. Und den werde ich nochmal mit einem Lied unterlegen können. Die Zeit nehmen wir uns. So. Es ist einfach so, dass du dann halt auf dem, mit dem Format hängst du halt einfach 4 Monate mit dem Spiel, weißt du? Ich habe natürlich kleine Zeitfenster, wo ich sage, boah, heute habe ich keinen Bock, mache ich es morgen. Aber mehr wie 1-2 Tage kann ich es auch nicht rausschieben. Sonst komme ich mit dem Produzieren wieder nicht mit, ne? Und 30 Folgen vorproduzieren wäre mir dann doch auch eine Nummer zu stark. Ich räume mal alles, was wir nicht mitnehmen, hier rein. Da schnauft sogar schon der Nebel, so viel schwaller ich heute davon, gell? Aber ich musste das jetzt kurz loswerden. War mir einfach wichtig. So, das lassen wir alles hier. Das lassen wir alles hier, hier, hier. Hier, 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 hier. Die lassen wir natürlich hier, die neuen Werkzeuge. Ich habe jetzt zum Beispiel auf dem Weg hierher durchs Schwallern nicht mal mitgekriegt, wann wir getankt haben. Ist komplett weg, als ob es nicht passiert wäre bei mir gerade. So, das machen wir rüber. Und das machen wir auch rüber. Die nehme ich natürlich mit. Das nehme ich auch wahrscheinlich mit. Das kriegt die Drohne. Apropos Drohne. Kohle lassen wir hier. Und wir nehmen uns Munition mit. Ich würde sagen, bei einer 5er sollte ich schon 2 Päcklein mitnehmen. Hier nehme ich nochmal ein bisschen mehr mit sogar. Und mit der spiele ich halt einfach gern. Deswegen nehme ich da auch nochmal Päcklein mit. Und Turret ist auch dabei. Trönle. Trönle, Mönle. Guck mal, wir haben noch einen Dietrich gefunden. Wo auch immer. So, das passt. Weiß noch jemand? Weiß eigentlich noch jemand, wo wir die Gebietsschutzblöcke alle hingeballert haben? Ich weiß nämlich, dass ich welche hatte, aber ich weiß nicht mehr, wo ich sie hin habe. Hause, da sind sie. So, machen wir das gleich, sonst vergesse ich es nämlich. So. Mir wäre es ja egal, den Respawn einmal wegzumachen, aber wenn die oben das Lager zerdeppern, dann hast du auch nichts gewonnen, weißt du? Weißt du, was ich jetzt mache? Ich nehme den Schlafsack von hier mit. Ne, ich nehme nicht von hier mit. Ich weiß nicht, was passiert dann. Bauen wir uns einen Schlafsack. Und die müssten auch fertig sein, die 2 Teile. Sehr geil. Hier ist alles durch. Das läuft natürlich noch 100 Jahre. Bauen wir uns gleich unsere 2 Lootkisten fürs 5er. Machen das wieder rüber. Okay, du kannst das einschalten und bis wir zurück sind, hast du nochmal 94 Stahl durchlaufen, Diggerle. Sehr geile Geschichte. Haben wir noch irgendwo Metall, das da kurz rein kann? Lass mich mal kurz durchgucken, bis es soweit ist. Nee. Ich sehe nichts. Da war auch nochmal jede Menge Stein, gell? Wieso habe ich das eine rüber und das andere nicht? Ne, so wie wir jetzt sind, so hauen wir ab. Bis auf natürlich, dass ich diese Dings nicht mitnehme. Die Crazer Maser. Wir kommen da wahrscheinlich auch dieses Mal in die Nacht rein. Obwohl es erst 10.24 Uhr, alles gut. Alles gut, ich bin im Mut. So. Also. Das machen wir, wenn wir zurück sind. Was zum Trinken wollte ich noch mitnehmen. Und die 2 Kartoffeln, die wir haben. Ne, ist der eindeutige Hinweis, dass ich, wie gesagt, diese Stunde schon unterwegs war und schon mal hier war, bevor ich die Aufnahme jetzt gestartet habe mit dem Backup, weil ich weiß, dass hier 2 Kartoffeln drin sind. Jo, fahrst du da rum eine Stunde, weißt du, durch den Schnee, dann wieder über den Berg. Ich lasse mir natürlich dann auch den Weg nicht verbieten über den Berg. Dann hängst du da 1/2 Stunde und dann kriegst du keine Mission dort. Ich weiß nicht, ob jemand von euch die Map spielt. Habt ihr irgendwo in einem anderen Biom eine 5er Mission? Wüste habe ich jetzt nicht noch probiert, aber da habe ich jetzt auch keinen Bock mehr gehabt zu gucken. Weil im Prinzip ist mir es jetzt recht, wenn wir eine 5er hier machen.
Ist eh schon schwer genug, ein Fünfer. Die Kartoffeln habe ich gegessen. Was zum Trinken muss ich noch mitnehmen? Und zwar den Tee hier. Den kannst du gleich trinken. Das Glas noch rüber und dann hauen wir ab. So, auf geht's. Kommt, Trinche. Kommen Sie mit, Frau Drohne. Ne, so machen wir das. Und das ist ja eh nicht die letzte Staffel. Die nächste Alpha, die dauert bestimmt noch eine Weile. Könnt mir gut vorstellen... Oh, die Drohne hat wieder ihren Stotterer. Dass wir nochmal eine Staffel machen. Vor der 21. Und da könnten wir uns sogar überlegen, eine Mod mal zu machen. Und da fällt mir immer diese eine Mod ein. Ich weiß nicht, wer von euch war dabei im Stream, als wir Mod-Checkups gemacht haben. Als die 10, 20 Geier aus dem Loch rauskamen. Die Mod in der Alpha 20 würde ich gern spielen dann. Ich glaube, die war bockschwer, gell? Und was aber, ich habe es ja schon gesagt, ne, den Stream machen wir auf jeden Fall mit der Twitch-Integration, wo ihr Zombies spawnen könnt. Und wenn es uns mittwochs mal danach ist, zum Bagfest, hole ich mal Fleischkäse wegle und dann machen wir hier eine 5er-Mission noch aus dem Spielstand. Ohne Stress dann. Dann haben wir es auch gut ausgereizt. Gibt es natürlich noch viel. Wir haben von der Map auch nicht mehr entdeckt, als ich jetzt entdeckt habe, ne? Ey, welche Factory ist es? Was vermutet ihr? Die 3er Factory. Ich glaube, die 1er war die Lebensmittel. Die 2er war meine Shotguns. Dann müsste das Pop and Pills sein. Welches ich, glaube ich, entweder noch nie gemacht habe oder erst einmal. Wann nimmt das? Ist aber nicht die Kirche jetzt. Das ist überhaupt ein Rathaus. I've got a bad feeling about this. Ich glaube, das machen wir mal mittwochs. Manchmal habe ich mittwochs echt Bock, auch während wir jetzt gespielt haben, zu sagen, boah, jetzt würde ich gerne tatsächlich Pop and Pills. Guck dir der Fachmann an. Kein Aiming, aber wisse. Ich glaube, das habe ich noch nie gemacht, Leute. Berichtigt mich, falls ihr es besser wisst. Willst du direkt am Gebäude eigentlich am liebsten, gell? Ich lasse mal das Motorrad hier stehen, solange es noch Sprit hat. Das time ich irgendwie. Dass das aufgeht, dass ich das auf Screen mache, noch das Motorrad heimbringen. Ich sag nichts dazu mehr. Ihr habt es eh schon gemerkt wieder. So, nehmen wir es. Wunderschönes Plätzchen zum Sein. Ich würde sagen, wir gehen natürlich hier ausladen. Oh, wie elegant, wie elegant. Schlümpel. Bist du kurz durchgestiegen, hast du gesehen? So, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Muss ich aber am Stück machen, ne? Die lassen wir da. Die lassen wir da. Trinkst du mal noch, bis du keinen Durst mehr hast. Und ich glaube, deine Drohne, die dürfte normal noch ein Taco oder so für dich haben. Guck mal. Ja, was sehe ich da? Drönsche. Und die nehmen wir auch gleich. Pop and Pills. Keine Ahnung, ob sie das überarbeitet haben oder nicht. Wie gesagt, das Shotguns ist mir geläufig und das Shamway Foods. Und das Krankenhaus jetzt, ne? Und das, was wir. Aber das da, glaube ich, kenne ich noch gar nicht. Gehen wir mal gucken, wie sich's verhält. Ah, warte mal geschwind. Ich würde sagen, dass ich das alles schon mal hier lasse. Die würde ich auch hier lassen. So, und das lasse ich jetzt auch noch hier. Brauche ich mein Tour Riddler? Keine Ahnung, mal sehen. Ich stelle es mal hier in Gang. Sieht für mich schon nach einer Welle aus. Incoming enemies, prepare for conflict. Man kriegt irgendwann das Gefühl dafür, ne? Alle gelbe Augen. Ich wollte gerade sagen, meine Keule ist kaputt. Lasst euch keiner raus. Alter! Bin ich aber froh, dass euch keiner rausgeht. Alter, was geht denn jetzt ab?
ist aber nicht gut. Außerdem merke ich gerade, dass die Performance vom Spiel runtergeschraubt ist. Seht ihr es auch, dass alles verschwommener ist? Ob das ein gutes Zeichen ist, kann ich nicht sagen. Jetzt muss ich erstmal warten, bis es wieder fängt. Hier ist noch alles klar gezeichnet, aber das hier ist alles etwas verschwommen. Jetzt hat sich's wieder, hast du gesehen? War ja aber auch gerade ein Nümmerle. Wow, ich glaube, das ist Poppin' Pills. Entweder ist es eine andere Nummer, wie es letzte, was wir gemacht haben. Oder ist jetzt nur, weil ich das nicht kenne, aber mir kommt es jetzt schon schwerer vor. Krasse Scheiße, Alter. Okay, den Raum habe ich. My senses have picked up something. Oh, das lädt gut hier, mein Lieber. Hey, schön, wir müssen nur noch säubern, dann haben wir's. Oh, die Welle eben, die war schon nicht ohne, finde ich. Irgendwo klopfen noch welche, aber ist egal. Lass die Pflanzen heute mal stehen. Ich glaube, heute will ich sie gar nicht. Okay, also wir sind unterwegs. Bücher. Schade. Hier ist zu. Das haben wir. Das haben wir auch. Wo geht's denn hier weiter? Treppen hoch, okay. Pass auf, dann lade ich nochmal eben aus. Was mache ich denn? Scheiße, da war es schneller als ich. Das Wasser geschreddert. Kommt sie. So, Mäusel, das sind die ganze Zeit, die ich im Hinterkopf habe. Hier, Schüssinger. Heute sind sie zielsicherer als ich. Ja, komm, das geht. Nee, ich heile mich lieber schon mal ein bisschen. Wie viel macht nochmal so ein Verband eigentlich? Zeit 30. Ja, aber wenn ich den nehme, ist alles wieder gut. Und sie hat ja noch ein paar dabei. Okay, wir sind wieder frei von Loot. Unterer Raum haben wir gecleared. Gehen wir eins hoch. Ich halt meine Keule einfach nicht aus der Hand legen will, weißt du? Gott, die Performance hier ist aber echt übel. Aber ist alles so wie immer eingestellt und so. Jetzt kann sowas, finde ich. Vielleicht ist es aber auch eher ein kompaktes Gebäude, wenn da so viele sind. Bücherei war ja auch gefühlt schneller durch wie das Krankenhaus zum Beispiel, ne? An so ein Versuchslabor erinnere ich mich, aber da waren eher die grünen Zombies eingesperrt. Ich glaube, das war das Hochhaus. Oder weißt du, was wir im Stream machen könnten dann? Da kann man auch mal Samstag machen, wo wir das Große machen, wenn es das hier auf der Map gibt. Das Riesenhochhaus. Nee. Ich lasse das jetzt mal, wenn das verschlossen ist. Ich nehme an, da kommst du über eine andere Ding nachher nochmal raus. Wenn nicht, gehen wir nochmal zurück ein paar Meter. So, lad hier alles nach. Das wirkt schon wieder so extrem.
Das ist cool, das Gebäude. Hier sind Pilze drin, aber da haben wir ja wirklich mehr als die. Okay. Wer wundert sich noch gerade, dass nichts kommt? Schlangen noch irgendwo ist. Die muss doch irgendwo sein, oder? I've got a bad feeling about this. Wieso nur einer? Ey, bei diesen neuen bin ich tatsächlich so hellhörig dann nochmal. Weiß nicht, aber irgendwie. Ich hab's ja nicht gesehen. Gut gemacht. Man weiß es und trotzdem ist man angespannt wie Sau. Also es ist auf jeden Fall, es spart nicht an Zombies, dieses Fünfer. Wie viel Arbeit da drin steckt, sowas dann auch zu entwerfen und so, gell? Und dass es dann auch so spielbar ist. Natürlich, klar, wenn das ein, zwei Mal gemacht hast, weißt du auch Bescheid, aber darum geht es ja eigentlich auch nicht. Ich muss sogar sagen, die Runden, wo ich in etwa weiß, was mir so blühen kann, dieses Vorbereiten drauf, ein bisschen gezielter, finde ich persönlich gar nicht schlecht. Als wenn es jetzt jedes Mal überraschend neu wäre. So viel Abwechslung brauche ich gar nicht. So. Hast dich ja schon wieder gefangen. Ich glaube, das schadet nicht, wenn man es einfach mal mit reinnimmt, das Turret. Pistole. My senses have picked up something. In der Schmiedel. Level up. Welche Game Stage wir jetzt wohl haben? 132. Wenn du überlegst, dass wir am Anfang verreckt sind ohne Ende, gell? Mittlerweile hält sich's in Grenzen. So. Ich glaube, das ist gar nicht so groß, das Gebäude. Aber wir machen so, wie ich es gesagt habe, ne? Ich gucke jetzt nicht, dass ich es irgendwie abtime oder länger oder kürzer. So wie es ausgeht, geht es aus. Oh, schön. Haben wir zwar alle schon, aber ich lerne sehr gern mal doppelt. Den hast du auch durchgeschaut. Das war klar. Kleine Saves gönne ich mir so, würde ich sagen. Du Drohne. Sammeldrohne, erste Kolbe Benzin dabei. Ich habe nichts dabei zum Saves aufmachen. Außer Dietriche. Gestern habe ich noch draus lernen wollen. Das Schlimme ist, in dieser Rumfahrerei im Schneegebiet gerade hatte ich alles dabei. Hatte ich Sprit dabei, alles. Jetzt habe ich es gerade wieder vergessen. Weiß. Ist mir egal, ich hau die durch. Wenn sie weg sind, sind sie weg. Also ein Bohrer eigentlich später unten lassen, falls er ausladen muss nochmal. Danke. Ja, auf jeden Fall sehr wichtig, sehr wichtig. Nun gut, Nameless.
Dein erster Save. Elb, ich glaube, wir sind schon durch. So groß ist das Gebäude gar nicht, oder? Kann das sein? Oder bilde ich mir es jetzt nur ein, weil wir auf dem Dach sind? I've got a bad feeling about this. War das jetzt der Fischtaco oder wie? Nicht springen, Digga, ich hab doch eine Waffe. Das sind aber noch einige unterwegs. Kann das sein, dass das einfach ein knackiges, kurzes... Oder habe ich ein Vierer aus Versehen angenommen? Nee, ist ein Fünfer. Wo sind denn jetzt die, die da noch angezeigt werden? Die werden sich schon zeigen nochmal. Nur jetzt lass ich mich einfach mal überraschen. Also ich erinnere mich wirklich hier an nichts, gell? Aber das ging jetzt gerade. Da haben wir es schon schlimmer erlebt. Okay. Irgendwo sind zwei noch hier. Und zwei da drüben, gell? Okay, Spiel, wo geht's denn weiter? Sagst du, ich soll hier runter? Gott, ich erinnere mich jetzt gerade, wo ich diese Leiter hier gesehen habe und das von oben reingucken, an mein erstes Mal Shotguns, wo ich gleich in meiner ersten längeren Runde gesagt habe, da müssen wir Baseline bauen. Auf die Idee käme ich heute auch nicht mehr. My senses have picked up something. Alter, ist ein Tresordeckel. Ich muss ja säubern, das heißt, ich muss die jetzt schon suchen, gell? Komm, wir gucken, ob ich die drei auch noch finde. Erwisch ich sein Bein? Digga, komm, er muss den nachher wieder aufgabeln. Ich glaube, die sind jetzt da. Okay, alle roten Punkte erledigt. Cool. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo ich war. Hier sind wir, glaube ich, schon gewesen. Da oben kamen wir runter. Dann geht es vielleicht tatsächlich jetzt einfach hier weiter. Hier nochmal ganz kurz ins Eck linst. Da hinten ist noch ein Vogelnest. Das habe ich schon angefangen. Wenn eine Eitere ist, nehme ich es mit. Wait. Okay, das geht hoch, runter, hoch, runter. Da kann auch ein kleines Gebäude länger gehen. Ne? Guck mal hier. Für später, für den Heimweg. Ich darf ihn bloß nicht rausschmeißen. So, Leute. Da machen wir mal noch eine Welle, würde ich sagen, und dann switche ich rüber. Schon mal nachladen. Ich muss sagen, das gefällt mir jetzt ziemlich gut gerade hier, das Gebäude. Wir machen wieder so rum, ja. Incoming enemies, prepare for conflict. Das ist aber keine Welle, das ist einer. So viel neue Gebäude, wie wir gesehen haben, sind die alten Standardgebäude schon auch noch irgendwie die geilsten. Ne? Hier, das erinnert mich halt so ganz kleines bisschen an die anderen Fabrikgebäude. Wo waren das jetzt, wo ich da reinglinst habe? Hä? Hebel? Hier, ne? So die Ansicht erinnert mich so ein bisschen an die anderen zwei Fabrikgebäude, die wir kennen von den alten Staffeln. Na, guck mal, hier ist Pharmazeutika, hä? Goldrute.
Tja, aber ich kann doch den jetzt nicht als Welle durchgehen lassen. Das kannst du vergessen, Nemes. Da müssen wir schon irgendwo uns noch eine suchen. Geht's echt schon wieder runter, Hans? My senses have picked up something. Naja. Welle war es nicht, aber hier ist ein schöner Abschluss, glaube ich. Vorne ist ein Schlüssel. Was macht der auf? Dieses Tor macht er auf. Und das letzte Tor, das wir aufgemacht haben, war bitter. Turret? Hier ist doch super, dann können wir jetzt kurz unsere Sachen ausladen gehen und dann machen wir morgen hier an Ort und Stelle einfach weiter. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie lang das Gebäude noch ist. Wir machen einfach bis vorbei ist, ne? Und ich nehme aber jetzt einfach mal spontan an, dass wir morgen hier durch sein werden. Und dann gehen wir zurück zur Base. Jedenfalls freue ich mich auf euch. Kommt gut in den neuen Tag. Was haben wir denn eigentlich heute? Heute ist Bergfestle, gell? Ist morgen Donnerstag, dann sehen wir uns. Bis dann.